Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem weihnachtlichen Clip vom Simmosack. Heute in einer ganz speziellen Mission. Heute fahren wir einen Bus, und zwar den Mercedes Sprinter 312D. Diesen Bus fahren wir auf der Map Ruhrau in einer speziellen Mission. Und zwar eine Mission, die es noch gar nicht gibt. Es ist kein Linienbus, den wir heute fahren, sondern wir haben einen speziellen Taxiauftrag. Das Szenario könnte sein, dass unsere Busgesellschaft oder unser Verkehrsunternehmen einen Kleinbus hat oder mehrere Kleinbusse hat, und wir machen auch individuelle Fahrten. Mein heutiger Auftrag ist, ich soll eine Reisegruppe abholen auf der Burgruine von Eschenburg. Wir sind doch hier in Eschenburg oder Eschburg? Ich weiß es gar nicht genau. Ihr wisst es, ihr schreibt es rein. Und wenn jemand Bock auf diesen Sprinter hat und wo man den herbekommt, da möchte ich jetzt in die Beschreibung wirklich keinen Link reinsetzen, sondern da würde ich sagen, schaut mal in der Beschreibung, gibt es einen Kontakt zum Simmosack, schreibt dem mal eine E-Mail. Da beschreibe ich euch, wie man an diesen Bus kommen kann. Einige werden das wissen, das sind nicht ganz einfache Server, sagen wir mal im osteuropäischen Raum. Sehen wir ja auch hier am Kennzeichen, wo unser Bus herkommt. Deswegen bitte, bitte, bitte ganz vorsichtig beim Download. Ich habe das Ding installiert, auf Viren geprüft und alles Mögliche gemacht. Also es hat ganz gut funktioniert. Und der Bus hat auch schon seine ersten Proberunden gedreht. Was er ist ein Schaltwagen. Und keine Angst vor Schaltwagen auf OMSI, wenn ihr das mit einem Lenkrad ohne Schalthebel macht. Die Gänge liegen einfach auf 1, 2, 3, 4, 5 vom Sprinter. Können wir ganz eben hier locker durchschalten. Taste 1 auf Tastatur, 2, 3, 4, 5 sind unsere Gänge. N ist neutral. Ansonsten fährt das Auto sich oder der Bus sich ganz normal. Aber eine ganz große Besonderheit hat dieser Bus für den Simmosack. Er hat selber mal so einen Sprinter 312D besessen. War ein Kastenwagen, war so ein bisschen umgebaut als Camper. Kram ich mal ein paar Bilder raus, blende die auch noch oben ein. Jetzt aber gehen wir auf unsere Mission. Wir wollen eine Reisegruppe abholen, die irgendwo auf der Burgruine ist. Der Chef hat mir nicht ganz so genaue Anweisungen gegeben. Hatte gerade Gebläse an, weil es hier so kalt war. Ein bisschen zurücknehmen. Ne, das ist Gebläse. So, ein bisschen zurück. Und starten mit M, ganz normal. Bremse los und los geht es zu unserer fiktiven Mission, Reisegruppe von der Burgruine holen. Mehr weiß ich nicht. Ich denke, ich schaue mir das Ganze jetzt einmal an. Die Herrschaften warten bestimmt schon auf mich. Und ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg zur Reisegruppe. Ja, Map Ruhrau. Eschenburg ist, glaube ich, hier. Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Eschenburg oder Eschenburg. Auf jeden Fall ist es die Altstadt. Und sie soll wohl so bekannt gewesen sein aus der ersten Ruhrau-Version. Die habe ich nie besessen und nie ausprobiert. Umso begeisterter bin ich, dass ich das erste Mal jetzt auf der V2 hier rumfahren kann. Und ich muss wirklich sagen, an die Entwickler, hier ein ganz, 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 ganz fettes Lob. Das ist wie ein kleiner Urlaub im Mittelgebirge, im Bergischen Land oder wo auch immer. Es macht wirklich Spaß, auf dieser Map zu fahren. Und vielleicht hat man ja auch mal Lust, solche Missionen mit einem Kleinbus in die Map einzubauen. Vielleicht lege ich auch selbst mal Hand an und baue mir so eine Mission. Zunächst einmal aber seid ihr live natürlich nicht, aber schnittfrei dabei, wenn der Simmosack versucht, eine Reisegruppe von der Burg zu holen und in die wunderschöne Altstadt zu bringen. Also schauen wir uns doch mal wirklich diese Stadt an, diese Altstadt. Ich finde das wirklich klasse gemacht. Chapeau an die Entwickler. Das ist eine wirklich, wirklich schöne Altstadt. Das ist wirklich sehr gelungen. Das sind Elemente aus dem Bergischen. So ein bisschen Essen werden habe ich hier so ein bisschen im Gefühl. Hattinger Altstadt habe ich im Gefühl. Das sind so ein paar Orte hier im Ruhrgebiet, wo man sagen kann, das könnten die Vorbilder gewesen sein. Also nochmal ganz großes Lob. Und bevor jetzt die Leute hinter uns anfangen, unnötig rumzumoppern, fahren wir weiter zur Burgruine von Eschenburg oder Eschburg. Das muss ich mir echt nochmal reinziehen. Ich kann mir das gar nicht merken. Auf der Ruhrau-Version 2.0 mit einem Sprinter
dessen Download-Link ich mal nicht reingeschrieben habe. Aber hier nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Wer so einen Sprinter auf seiner Map fahren möchte, der schreibt dem Simosack erstmal einfach eine Mail. Adresse steht wie immer in der Beschreibung. Der ist übrigens kostenlos, also den kann man so runterladen. Was kann man zum Fahrzeug sagen? Der Sprinter hier von Mercedes ist gebaut worden in den 1990er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also die letzten Modelle sind jetzt auch schon fast 20 Jahre alt. Der 312er war damals die stärkste Variante. Er hatte einen Motor von 122 PS aus 2,9 Litern Hubraum. Für Mercedes-Verhältnisse war das relativ viel. Es wurde damals aber auch Zeit, dass Mercedes sich im Transporterbereich von den Vorkammer-Dieselmotoren verabschiedete. Das war nun mehr als ein Anachronismus geworden. Zum Vergleich, guck mal hier. Also das sieht erstmal nach einem Unfallszenario aus. Da haben wir also den Nachläufer eines Gelenkbusses, einen frei in der Luft schwebenden Fahrer und eine Mercedes E-Klasse, die irgendwie im Nachläufer steckt. Das ist nicht ein Fehler der Map, das ist OMSI, das ist live. So kann es passieren, wie dem auch sei. Ja, der Mercedes Sprinter war, oder dieses Modell hat ja eigentlich den Namen Sprinter erstmal eingeführt bei Mercedes-Benz. Und mittlerweile nennt man ja im Volksmund jeden Transporter, ob VW LT oder Iveco oder Ford Transit oder wie auch immer. Man nennt sie ja mittlerweile alle Sprinter. Der Ursprinter sieht also so aus, und als ich ihn gehabt habe, muss ich sagen, es war natürlich im Vergleich zu den Vorgängern mit den Saugmotoren, dieser direkt einspritzende Turbodiesel war eine echte Revolution. Das Drehmoment war gut, die Leistung war gut. Was mir an diesem Modell nicht so gut gefällt und aus meiner Erinnerung nicht so krass war, er war nicht so laut. Der Motor lief durchaus kultivierter, als wir das hier in der Simulation sehen. Ja, ansonsten muss man sagen, war das ein wirklich sehr schönes Auto. Ich bin damit gerne gefahren, ich habe damit auch 100.000 Kilometer zurückgelegt. Es war so ein Auto zum Arbeiten, zum Campieren, für den Alltag. Etwas ungewöhnlich mag das erscheinen, aber ich habe das gerne gehabt, das Auto. Wie gesagt, mal gucken, ob ich noch ein paar Bilder finde. Blende ich dann gerne hier ein. Ansonsten, ja, vielleicht zu heutigen. Oh, der nächste bitte. Okay. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Das sehe ich das erste Mal auf der Ruhrau-Map. Wer es weiß, schickt uns einfach einen Kommentar in diesen Videoclip. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr kommentiert und ein Like und sowas da lasst, auch gerne ein Abo. Dann weiß man als YouTuber so ein bisschen, ob man auf dem richtigen Wege ist bei seinen Clips. Man wird nicht immer den Geschmack aller treffen, aber man kann es ja mal versuchen. Durch einen netten Kommentar oder auch konstruktive Kritik so ein bisschen was zu den Videos zu sagen. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Aber jetzt erstmal zurück zu unserer Mission. Der Simosack soll heute mit diesem Mercedes Sprinter eine Reisegruppe von der Burgruine abholen. Allerdings muss ich sagen, ich weiß nicht genau, ob ich meine Gruppe bekomme. Ich weiß nicht, wo die Gruppe sich aufhält. Alles das werden wir in dieser Mission klären. Ja, wir werden dazu die Linienwege natürlich verlassen müssen. Denn da, wo wir hinwollen, fährt kein normaler Linienbus. Noch sind wir hier auf dem Linienweg, ich glaube der 182. Aber gleich werden wir einen ersten Versuch starten, zur Burgruine zu gelangen und dort unsere Reisegruppe suchen. Vereinbart war eine Abholung um 11 Uhr. Und da links sehen wir auch schon diese wunderschöne Ruine. Tja, ist das die Eschenburg oder Eschburg? Eschenburg auf der Ruhr-Map. Wir werden es gleich sehen. Hier jedenfalls geht es zu einer ersten Abzweigemöglichkeit, bei der man
Zurich ihn hochfahren kann. Das scheint mir ein Fußweg zu sein, aber als Taxibus nehme ich mir mal das Recht raus, hierher zu fahren, ohne dass ich irgendeinen Fußgänger hier belästige. Sicherlich muss ich ein bisschen durch die Botanik, aber das ist unser Weg zur Ruine. Hier suchen wir nun, ich glaube, hier fahren wir im ersten Gang an. Ja, der erste Gang. Hier fahren wir nun mal hoch zur Ruine und schauen, ob wir da unsere Reisegruppe finden. Es soll noch eine zweite Zufahrt geben. Sollten wir oben keinen Erfolg haben, dann versucht es der Simosack von der Rückseite der Burg. Also, wenn man hier schon einen Weg hochbaut, kann man hier auch bestimmt noch eine Mission zu konstruieren. Oh, das ist ja märchenhaft. Unser Turm schwebt. Liebe Entwickler, wie ihr seht, der Simosack benutzt diese Karte etwas anders vielleicht als gedacht. Einfach mal gucken, was hier auf diesen Lost Places auf der Map Ruhrau alles so los ist. Also hier ist keine Reisegruppe. Jedenfalls sehe ich hier keine Menschenseele. Nein, hier macht es keinen Sinn. Hier heißt es einsteigen und zurück. Wir müssen die zweite Zufahrt ausprobieren. Es gibt ja noch eine weitere Burgzufahrt. Von der anderen Seite aus, vielleicht findet der Simosack dort seine Reisegruppe. Ein bisschen eng ist es hier wirklich. Diese Mission sollte man nicht zwangsläufig mit einem Gelenkbus fahren. Das könnte dann unweigerlich zu Problemen beim Winden da oben führen. Hertha, bist du von der Reisegruppe? Nee. Aber, bitte. Nee. Na, aber sie hält auch mitten drauf zu. Stur. Klar, ist ein Fußweg. Also, erster Versuch an der Burg hat nicht funktioniert an der Ruine. Wir fahren jetzt mal auf die andere Seite und versuchen da unser Glück. Vielleicht finden wir noch unsere Reisegruppe, die wir um 11 Uhr abholen sollten. An der Burgruine auf der Map Ruhrau. Schauen wir uns das jetzt mal auf der Rückseite an. Hier ist auch keine Menschenseele zu sehen. Also müssen wir hier links rum. Ja, man hat alle Hände voll zu tun. Schalten, lenken. Umschauen, blinken und so weiter. Aber so ist das nun mal beim Schaltwagen. So, also wunderschön gemacht. Wirklich nochmal ein ganz, ganz großes Lob an dir, Bauer. Hierher zu fahren auf der Map Ruhrau in dieser Gegend ist wie ein kleiner Wochenendausflug, wie ein kleiner Urlaub. So, jetzt fahren wir mal hier links rum. Wenn die anderen Kollegen da vor mir die Freundlichkeit besitzen würden, auch zu fahren. Und dann gucken wir mal, ob wir unsere Reisegruppe auf der anderen Seite finden werden. Ja, im zweiten Gang müsste das eigentlich gehen. Was mir noch aufgefallen ist, damals an meinem Sprinter, der Verbrauch lag so im Schnitt bei 10, 11 Litern. Ja, bei friedlicher Fahrweise auch mal 9. Okay, da haben wir wieder so einen Fall. Hier ist wohl einiges schief gegangen. Ich hoffe nicht, dass das mit der Installation von meinem Sprinter zusammenhängt. Obwohl ich gesagt habe, beim Kopieren... Na, zweiter Gang besser? Ja. Er soll keine Dateien überschreiben. Okay. Werden wir rausfinden müssen. Wer es weiß,
bitte einmal in die Kommentare reinschreiben. So, wir kommen jetzt zu dieser wunderschönen Straße hier, die nochmal von der anderen Seite zur Burg hochführt. Und hier hat man einen klasse Blick über das Land. Da halten wir mal kurz an und schauen uns das an. Das ist wirklich schön gemacht hier. Also das ist richtig schön. Ich finde es auch realistisch und kommt sehr, sehr gut rüber. Hier verlassen wir jetzt unseren offiziellen Linienweg und biegen mal links ab zur Ruine. Sackgasse, Verbot für Fahrzeuge aller Art, Anlieger frei. Anliegen haben wir, wir wollen da nämlich hoch. Mal gucken, ob wir hier unsere Reisegruppe finden. Ich bin ja mal gespannt, wie weit wir hier oben kommen. Ob dieser Weg gleich hier abrupt endet. Ja. Ich glaube, hier gab es einen kleinen Erdrutsch. Aber davon lassen wir uns erst einmal nicht abhalten. Okay. Nein. Keine Reisegruppe. Viel Botanik. Da müssen wir durch. Aber sagt's. Und am besten ersten Gang rein und Schwung. 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 Das hat nicht funktioniert. Meine hatte eine Differentialsperre. Kam eigentlich ganz gut zurecht. Mit solchen Steigungen. Ja, also hier nochmal mein spezieller Wunsch an die Erbauer von der Map Ruhrau. Hier kann man tatsächlich doch so ein Szenario machen. Mit wenig weiterem Aufwand, glaube ich, wäre es zu meistern, hier ein Szenario, eine Reisegruppe abzuholen mit einem kleinen Bus. Wo es hingehen könnte, naja, ich würde sagen, durchaus auch in die nächstgrößere Stadt. Ich denke, eine tolle Idee, kann man darüber nachdenken. Vielleicht setze ich mich auch mal dran, das umzusetzen. So, jetzt müssen wir uns wieder hier befreien und einmal kräftig durch die Botanik. Und da sind wir auf der Rückseite der Burg und fahren hier wieder unseren Fußweg runter. Hier war keine Reisegruppe. Tut mir leid, niemand zu sehen. Vielleicht die falsche Burgruine. Gibt es hier noch eine andere? Das müsste ich mir angucken. Da könnte ich auch mal fragen. Ich fahre jetzt erstmal zurück in die Altstadt und frage meinen Chef, wo denn nun meine Reisegruppe? Ja, Hertha, du hast Vorfahrt. Du hast Vorfahrt. Da ist sie echt unbeeindruckt, ne? Oh, Manni, auch da. Habt ihr eine Ahnung? Gehört ihr zu meiner Reisegruppe? Wollt ihr vielleicht mitfahren? Hat euch jemand gesagt, dass es einen Kleinbus gibt, der euch abholt? Nein, hat euch niemand gesagt. Ja, aber da oben ist nichts. Niemals ein Restaurant hat da offen. Wo wollt ihr da eigentlich alle hin? Keine Ahnung. Für mich war zumindest im Moment niemand hier. Ich fahre zurück in die Altstadt. Und werde meinen Chef fragen, was ich jetzt noch heute zu tun habe. Und damit sage ich einmal zur Zuschauergruppe der Omsianer und Simusecker. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Simusack ein Like da. Dann kann es weitere Omsi-Videos geben, dann kann es weitere Missionen geben. Missionen wie diese hier, Lost Places sozusagen, auf der Ruhrau-Map oder auch auf anderen Maps. Aber Ruhrau bietet sich wirklich an, weil es diese Places gibt, weil sie nicht nur kaschiert sind oder als Backdrop irgendwo hingestellt sind. Hier ist mit wenig weiterem Aufwand noch viel mehr an Zockwert rauszuholen, wie ich finde. Also,
In diesem Sinne, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Simon sagt.